Hey, kleiner Mann. Darf ich dich entführen? Oh, warte, entführt wurdest du bereits. Genau wie du. Korrekt. Wir wollten ihr gute Nacht sagen und keiner ist da. Daraufhin rastet Mom aus. Ein klassischer Scott-Abend, was? Ich habe eine SMS geschickt. Ich wollte eine Runde trainieren. Alles klar, das klingt nach meinem Sohn. Kannst du mir erklären, warum du mitten in der Nacht deinen Sprungwurf trainieren musst? Da hängt doch dein Trikot an der Wand in der Highschool. Und? Also wird von mir auch sowas erwartet. Komm her, Kumpel. Als du noch kleiner warst, habe ich immer zu dir gesagt, mach einfach das, worauf du Lust hast. Und das gilt auch heute noch. Aber du hast natürlich recht, man erwartet von dir, dass du ein richtig großer im Sport wirst. So wie du und Opa Dan, was? Ganz genau, ja. Hör zu, eins darfst du niemals vergessen. Es ist vollkommen egal, was irgendjemand, egal wer, von dir erwartet. Du schuldest keinem was, auch mir nicht. Du musst rausfinden, was dich glücklich macht. Werde einfach ein guter Mensch. Du hast nur ein Leben, genieß es. Und wie immer es ausgeht, entscheidest nur du. Ich mach gern Sport. Gott sei Dank. Du bist mein Sohn. Nein, aber ganz ehrlich. Mach den Sport nur für dich und nicht für irgendjemand anderen. Gut. Alles klar. Dann ab nach Hause. Mal sehen, ob wir deine Mom irgendwie davon abbringen können, dir Hausarrest zu geben. Oh, wir erzählen einfach, ich wurde wieder entführt. Wir müssen ja nicht gleich übertreiben.